Hey ho, Leute, bin ich eigentlich bescheuert? Nur für euch starte ich um 14:45 ein neues Video. Ja, morgen ist ja Pfingstmontag und da mache ich natürlich auch was. Es kommt Family zu Besuch und das habe ich jetzt schon vorbereitet. Und zwar Schweinebauch eingelegt in Scheiben. In Scheiben geschnittener Schweinebauch eingelegt. Ach, irgendwie sowas werde ich das nennen. Wie habe ich das gemacht? Hier hammern. Ich habe den Schweinebauch in schöne, ja, knapp einen Zentimeter dicke Scheiben geschnitten. Mit dem Ofer vom Klaus gewürzt. Ein klein bisschen eingeölt. Und zwischendrin immer schön Zwiebeln. Ja. Eingelegter Schweinebauch, marinierter Schweinebauch, selber marinierter Schweinebauch vom Grill. So nennen wir das Video. Genau. Glaube ich zumindest jetzt noch. Wie es im Endeffekt dann heißt, seht ihr ja unten in der Titelleiste, beziehungsweise ihr habt es schon gelesen. Den lege ich. Ja, wie gesagt, 14:45. Deckel drauf, in den Kühlschrank, bis morgen in Ruhe lassen und dann kommt das Ganze auf den Grill und das wird mit Sicherheit wieder ein Gaumenschmaus. Okay Leute, aber ich gehe jetzt ins Bett, beziehungsweise ich bin noch am Video bearbeiten und wir sehen uns dann in der nächsten Szene. Bis gleich. So Freunde, nächster Tag. Hier haben wir unseren Schweinebauch. Hier haben wir noch unsere restliche Yakitori Chicken drin. Das werden wir noch ein bisschen aufspießen. Hier haben wir noch von den Entricot. Das kommt auch noch mit auf den Grill. Und hier fängt gerade mein Schatz an, die Kartoffeln vorzubereiten, weil da drüben hier wird noch ein Kartoffelgratin gebastelt zum Dazuessen, weil bei den Fleischmengen könnt ihr euch vorstellen, dass ich auf dem Grill keinen Platz mehr habe für die Pfanne, für das Gratin, also wird das herinnen gemacht. Ja, und wir sehen uns dann draußen, wenn wir das Fleisch auflegen. So machen wir das jetzt, genau. So Freunde, die Kugel ist ultramäßig vorgeheizt. Ich habe dieses Mal eine Schale drunter. Ja, wächst den ganzen Sabber, was runterkommt. Kohlen wieder indirekter Bereich und jetzt fangen wir erst einmal, ja, mit unserem Hauptanliegen aus diesem Video an, unseren Schweinebauch. Und den legen wir auch erst einmal schön im indirekten Bereich. Die Zwiebeln lassen wir einfach so draufkleben, wie sie kleben. Die können wir nachher immer noch runterpulen. Da haben wir jetzt erst einmal 3-4 Scheiben drauf. Und auf die Seite werden wir dann das andere Zeug hinklatschen, sofern noch Platz ist dann. Boah, Leute, das riecht mal richtig geil wieder. So, da haben wir noch 2 von den Entricot Steaks. Eigentlich sind es ja schon fast wieder Ribeyes drauf. Alles erst einmal schön indirekt. Und dann kann man es ja noch direkt über das Blut anknuspern. Spieße tue ich einfach ganz hinten hin. Und wenn jetzt jemand sagt, boah, 3 verschiedene Sorten Fleisch, kann der doch nicht drauf tun. Seht ihr ja, ich kann das ohne Probleme und ohne mit der Wimper zu zucken. Macht mir gar nichts aus. Ja, hallo Finn, Vorsicht, der Grill ist heiß. So, Deckel zu und erst einmal ein bisschen angrillen lassen. Dann gucken wir mal wieder rein. Ich habe es einmal schon umgedreht, kurz, und ich würde mal sagen, wir tun jetzt gleich einmal direkt draufschmeißen, ein bisschen anknuspern, die sind jetzt dann eh gleich fertig.
ja, genau das machen wir jetzt. Mit dem Schweinebauch jetzt dann gleich dasselbe Spiel. Dass der schön knusperig wird. Oh, die Spieße lassen wir einfach weiter indirekt. Das passt schon so. Ja Leute, und dann legen wir die wieder in den indirekten Bereich. Im Prinzip sollten die schon so gut wie fertig sein. Und jetzt unser Hauptdarsteller, den Schweinebauch. Tun wir natürlich direkt auch noch richtig schön anknuspern. Aber da machen wir eben kurz den Deckel zu. Warten kurz. Und dann machen wir den Deckel wieder auf und drehen sie nochmal um. Natürlich nicht zu lange, weil angekokelt ist nicht schön. Direkt hier rings um die Kohlen rum mit der Schwarte Richtung Kohlen, dass die noch ein bisschen aufknuspern kann. Die können wir auch stapeln. Und ich weiß nicht, wie die Rindersteaks heute verlangt werden. Haben wir noch nichts gesprochen, aber naja, ich lege jetzt mal den weiteren Schweinebauch auf. So, da ist er, den legen wir jetzt auch noch im indirekten Bereich. Wie ihr wollt, sie heute. Boah, Mopeds wieder. Mopeds fahren. Wie ihr wollt, sie heute ziemlich durch haben. Ja, die Glocke mal schnell dran. Dann mach mal bitte, danke. So. Tja, jetzt wird es eng mit dem Platz. Macht gar nichts. Schale haben wir drunter. Umso besser. Einfach drauf das Zeug. Jawohl. Ja, die Entrecot Steaks sind mir geraubt worden vom Grill. Machen wir den Deckel dabei wieder zu. Lassen wir hier jetzt noch ein bisschen die Schwarte aufknuspern und schauen wir mal auf den Teller da drüben, ja, wie wir das Steak hingebracht haben. Ich habe jetzt ewig warten müssen. Patricia, wie ist es geworden? Lecker. Medium? Medium, ist es gut? So wie es sich gehört. Echt? Wunderbar. Ramona? Mir ist es zu durch. Fast zu durch? Ja. Das kommt davon, wenn man nicht rauskommt zum Essen? Naja, 5 Minuten vorher rufen, ha? Ich habe erste Woche nicht zurückgehen lassen. Ich glaube, die ist doof. Ich schreie hier mir einen ab, fluch einen ab, keiner kommt raus. Und dann solche Sprüche. Ja, Weiber halt. Naja. Das waren jetzt die zwei unteren Scheiben. Die habe ich nach oben und ja. Naja. Röstaromen. Und das werde ich jetzt und Schatzi zusammen verspeisen und ja, wenn wir das nächste brauchen, holen wir uns das einfach. Stefan, zieh mal das Fleisch vom Salat weg. Also, wenn das nicht schön Medium ist, dann weiß ich auch nicht. Ich hoffe, man kann es jetzt hier mit dem Licht sehen, weil es blendet doch ganz schön rein. Ja, du bist zufrieden? Das beste Fleisch, was ich jemals gegessen habe in meinem ganzen Leben. Dankeschön. Immer diese Schleimer. Der hat Angst, dass er das nächste Mal nämlich nichts kriegt. Nee, aber er hat ein zufriedenes Gesicht, so viel kann ich mal verraten. Und ich habe mir jetzt ein bisschen was von dem Kartoffelgratin drauf. Und jetzt mache ich erstmal die Cam aus und sage euch dann hinterher, wie es geschmeckt hat. Also das Probiergrill lassen wir dieses Mal weg, damit wir endlich in Ruhe essen können. Schatzi, du wolltest noch eins? Ja, wunderbar.
weil die sind nämlich fertig. Ja, Leute. Riecht gut, schmeckt gut, echt geil geworden. Dann sind wir schon beim Fazit mit Grillzange heute. Mir persönlich alles sehr lecker geschmeckt. Schatz, dein Kartoffelgratin. Absolut genial wieder. Wirklich absolut genial. Hat voll gepasst, wie sie es gemacht hat drinnen. Und ja, der Schweinebauch. Schatz, wie hat der, oder wie schmeckt denn der Schweinebauch? Immer noch sehr lecker. Immer noch sehr lecker. Ja, egal. Klaus Kirschgewürz, Ofa, ein paar Zwiebeln, ein bisschen Öl. Genial, passt. Also ich muss sagen, das Zeug passt immer. Also da kann man wirklich sehr leckere Sachen machen. Euch haben die Steaks soweit geschmeckt? Super. Gut. Geschmacklich sehr lecker. Wunderbar. Ja gut, Ramona hat das Stück erwischt, wo etwas mehr durch war. Hallo Patricia. Ja. Patricia, die hat es auch geschmeckt? Ja, fein. Wunderbar. Leute, das war's dann jetzt mit dem Videobalg vom Pfingsten. Das war jetzt das letzte Pfingstvideo. Und ich gehe jetzt erstmal auf die Couch und ein kleines Nickerchen machen, dass ich wieder fit bin und hinter zu meinem Arcade-Automat komme. Leute, wir sehen uns im nächsten Video. Tschaikowski. Großrunde, Patricia am Grill. Ich will halt meinen Bauch ganz knusprig. Ja, das kannst du dir gerne machen. Ah, im Normalfall war er fertig, aber ja, wie es Patricia gesagt hat, sie will ihn etwas knuspriger. Dann soll sie es machen. Kann jeder für sich selber entscheiden. Da sind wir ja, ganz flexibel hier. Okay, aber endgültig hasta la vista. Und die Yoshi Brioche Buns sehen auch gut aus. Die können wir auch runternehmen. Na komm her, du Feigling. Und dann gehen wir rüber am Tisch. Und dann können wir zusammenbauen.